schön, dass du da bist. Für heute steht auf dem Plan, alle Tierbabys bzw. Eier zu kaufen, die wir hier in den Exiled Lands bekommen können. Und zum Abschluss gibt es noch die Beantwortung einer Frage aus den Kommentaren von letzter Woche, nämlich wo wir Straußenbabys finden. So, hier, nee, halt, falsche Stelle. Hier kaufen wir als erstes mal Kamele, die wir ja jetzt endlich You dann can doch walk out of here with a bargain or a frown. Your choice. reiten können. Farewell, So, wir Exile. nehmen mal zwei mit. Der nächste Punkt, wo wir hinwollen, ist, schauen wir mal, ob was es hier gibt. Ist da irgendwas, was wir haben wollen? Holzzaun, Tische. Nee, wir haben eh keinen Platz. Der nächste Punkt, wo wir hinwollen, hopp, ist da hinten. Hier gibt es natürlich auch, wie ihr seht, überall Kisten, wenn wir eh schon hier sind. Ich glaube, mein Begleiter ist irgendwie nach unten gehüpft. Ah, jetzt bist du wieder da. An die Kisten hier unten drunter kommen wir jetzt so leider nicht ran. Na gut, wir werden hier durchgehen müssen. Da ist eine Kiste. Was haben wir hier? Das nehmen wir mit. Wapnir ist gut drauf. Da kommen die anderen schon angerannt. Hallo, nicht wegrennen. Okay, was habt ihr dabei? Das nehmen wir gerne mit. Kleine Schätze nehmen wir auch mit. Wo ist Wapnir? Na, ich nehme eigentlich an, dass er klarkommt, aber. Kann ich helfen? Ups, okay. Nee. Obwohl, nachdem ich jetzt von euch letztens gelernt habe, dass wir da auch die Pinsel rauskriegen, nehmen wir das mit. Das wiegt ja nichts. So. Wir müssen da hinten rüber. Ich könnte eigentlich mal meinen Helm aufsetzen. Okay. Geld. Whimper in terror, fool. Live is to die. Ist diesmal der Boss da? Ja, diesmal ist er da. Letztes Mal, als ich hier war, war der Boss nicht da. Oh, nice. Verhängnis. Er hat gute Werte, ist eine Stärkewaffe. Nice. Schön, dass er diesmal da war. Bekommen wir sonst noch was Schönes von ihm? Schauen wir mal. Na gut, das Fell würde ich theoretisch mitnehmen. Das Fleisch schmeißen wir mal raus, komm. Ah, passt schon. Habe ich jetzt was Komisches, was Falsches weggeworfen? Nein. So, wir müssen. Warte mal. Wir müssen da hoch.
Wow? Wow? Was hast du dabei? Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. So. Ja, hier bin ich richtig. Nö. Ein Schätzchen. So, hier haben wir eine Kiste nochmal. Was haben wir da Feines? Auch schöne Sachen, aber... Ja. Hallo, Shauna. What can I get you? Gib mir mal Steinnaseneier und zwar eine ganze Menge, denn ich hätte gerne Gold- und Silbersteinnasen. Wie viel waren das jetzt? Also ich hätte more in stock tomorrow. Gut, ich hätte gerne 10. Eine brauchen wir noch. Buy something I haven't got all day. Okay. Alles klar. 10 Steinnaseneier. Ja. Wo sind wir? Wir sind hier in der Grube. Ja, ihr müsst euch einmal hier praktisch durchkämpfen, wenn ihr hier zu Shauna wollt, um die Steinnasen zu kaufen. Die ist ziemlich genau in der Mitte hier. Also für uns ist das jetzt tatsächlich überhaupt keine Schwierigkeit mehr hier. Ja. Ups. Alle kleinen Schätze werden mitgenommen. Was ist mit meiner Maus hier? Wapnir ist Wahnsinn. Gefällt mir gut, der Wapnir. Du kannst mir dann bei Gelegenheit Dinge abnehmen. Wir gehen jetzt hier raus. I will rip you apart. Ja. Stay back. Och Gott. Oh, Dreier Rüstungsmacher. Nee, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Okay. Unser nächster Punkt ist tatsächlich hier in der Buccaneer Bay und ich sehe euch dann dort. Wir sind angekommen. Wir müssen dahin. Hier gibt es schon ein paar mehr oder etwas stärkere Feinde. Was hast du dabei? Auch hier bleibt uns eigentlich nicht wirklich viel anderes übrig, als uns letztlich durchzukämpfen. Huch. Der hat hier dieses, genau, der hat so eine kleine Geschichte dabei. Die findet ihr hier bei einigen. So, unser erster Spot ist da oben. Das ist hier alles ein bisschen eigenartig zugänglich, kann man sagen. Ich denke, ich kletter mal hier hoch. Ja, das ist ganz gut machbar. So. Hokey pokey, mate. Okay. Gut. Normalerweise ist es so, dass eure Leute, die Händler, die hier rumstehen, nicht angreifen. Also das sollte
Also selbst wenn die auf alles angreifen stehen, sollte das kein Problem sein. Wieder was, was man lesen kann. Ein Teil einer Geschichte. Also ihr seht, Wapnir greift ihn nicht an. Das heißt, ich kann jetzt hier mit ihm reden und kann bei ihm kann ich mir Sandechseneier kaufen. Wir nehmen 5 Stück mit. Ja, waren 5. Farewell, Exile. So. Ihr kommt eben nur hierher. Wollen wir eine Katze? Na klar, wollen wir eine Katze. Ihr kommt im Grunde genommen nur... Hä? Wer? Wo? Wo schießt hier wer auf mich? Oh, was haben wir denn da Feines? Ein Reliktfragment. Ja. Ich glaube, wir werden von unten beschossen. Ach, da. Oh, nicht hier runterfallen. Ja, du hast nichts dabei, was uns interessiert. Dann, was haben wir hier? Edelstein. Noch ein Bett. Verwitterter Schädel nehmen wir mit. Ja, den Rest lassen wir hier. Das Reliktfragment. Das war das, was wir gefunden haben. Das können wir lernen, aber wir brauchen das nicht. Das ist eher was, was du im PvP brauchst. So, wir könnten uns da sozusagen runter... Können wir da runter? Wenn wir hier runterspringen... Yay! Und dann... laufen wir mal... laufen wir mal hier hoch. So, Wapnir ist da. Gut. Ja, sie spuckt. Hier haben wir einen Händler. Hier könnt ihr euch Bogenschützen oder Unterhalter kaufen. Kannst du dich um die kümmern, Wapnir? Ich nehme die jetzt nicht mit. Also nach meiner Erfahrung sind das jetzt keine besonders guten. Ja. Und hier haben wir die Piratenkönigin. Die hat einerseits ein bisschen eine Geschichte zu erzählen. Andererseits können wir stygische Alchemie bei ihr lernen. Und wir könnten, wenn wir 100 Perlen hätten, was ich nicht habe, dann könnten wir hier theoretisch ein Schwert von ihr kaufen. Super, ich habe es gerade Mittag gemacht. Haha. Ich sollte mich mal heilen. So ganz nebenbei. Wapnir schlägt schon wieder, prügelt sich schon wieder hier irgendwo. Na. So, das war ein Elite-Korsar. Also ich gehe jetzt nicht hier die ganzen Ebenen alle durch heute und alle Details, weil es mir heute wirklich eher darauf ankommt, hier die Tiere oder die Eier und so zu kaufen. Genau. Warte mal, wo gehen wir runter? Hier hüpfen wir runter. Ja, kommt. Bleibt uns... doch nichts anderes übrig, als uns hier durchzukämpfen. Hopp! Oi!
Okay. Da steht noch einer. Geld nehmen wir gerne. Wir sind jetzt ein bisschen einen komischen Weg gegangen, also von oben praktisch nach unten. Und gehen jetzt hier aus dieser Taverne raus. Ahoy there. Ei, ei, ei. Okay. Toward the north. Can't believe it. Killed by a bleeding landsman. Bin ich mal gut. Can't believe it. Killed by the bleeding landsman. Ja. Hier wollen wir hin. Und hier sind die verschiedenen Händler. Und der Schöne verkauft uns Spinnen. Horus verkauft uns Schuhschnabeleier. Und Wapnir hat aber... Halt. Wapnir hat wieder nur hier... die umgebracht, die jetzt nichts verkaufen, ja. Ach, komm. Gut. Jetzt bin ich überlastet. Wapnir, du musst mir was abnehmen. Da. Und sie... You can walk out of here with a bargain. Hier kannst du dir Kämpfer, also einen Alchemisten oder einen Kämpfer kaufen. Brauchen wir aber auch beides nicht. Und sie hat eben auch würziges Geflügel, was wir hier kaufen können. Hier haben wir Straußenbabys. Aber die letzten, ich habe schon welche geholt, die habe ich woanders gefunden, ja. In dem Moment, wo ich anfange, die einzusammeln, jetzt bin ich natürlich überlastet. Aber wir haben eh schon Straußen zu Hause. Ich habe eben eine ganze Zeit hier rumsuchen müssen. Ihr findet sie aber meiner Meinung nach nur hier in diesem Gebiet. Wahrscheinlich einfach ist das jetzt wieder schlechter Orientierungssinn von mir gewesen hier, dass ich die Stelle hier nicht sofort gefunden habe. Wobei ich dachte, die letzten hätte ich hier weiter oben gefunden. Also wir sind in E4. Warte, E4, genau. Da. So, dann ab nach Hause. Wir sind wieder zurück und die ganzen Eier kommen in den Kompost zum Ausbrüten. Ihr könnt die natürlich im Kühlschrank lagern. Ich habe irgendwie zu viele Spinneneier gekauft. Okay, die werden jetzt hier ausgebrütet. Das, je nach Servereinstellungen dauert das eine ganze Zeit. Das müsst ihr auch beobachten, weil sonst sterben die euch weg. Ja? Ich lagere einfach mal die Sachen hier dazwischen, die ich da eben rausgenommen habe. Und die restlichen Spinneneier tue ich erstmal in den Kühlschrank. Auf jeden Fall haben wir schon mal hier ausgebrütet. Vier von den Straußen. Ich hole die mal alle raus. Gefüttert hatte ich die mit schattenblumengewürzten Raupen. Die mögen Raupen. Und wir setzen die einfach mal hierher. Ja, das sind jetzt keine, weiß ich nicht, besonders guten Kämpfer oder so, ja. Sondern die sehen einfach vielleicht hübsch aus. Und haben jetzt aber nicht besonders gute Werte. Also geht schon mal damit los. 215 Leben zu Beginn. Ja. Also es ist mehr Deko für eure Base. Was hast du? Ah ja, du hast jetzt noch ein Straußenkükenbaby.
Ja, das kommt auch in den Kühlschrank. Und du hast dann die beiden Kamele noch. Du bleibst mal bitte hier wieder stehen, kannst dich hier mit den anderen unterhalten. So, den Rest hole ich später. Und du stellst dich mal auch hierher. Ein bisschen was zu futtern gibt's da. So. Kühlschrank. Ich muss auch bessere Kühlschränke bauen. Irgendwo hatte ich doch noch Babys drin, ne? Hier. Also hier halten die sich. Sofern Eis im Kühlschrank ist natürlich. Das ist die Voraussetzung. Die Katze können wir auch dazwischen lagern. So, ansonsten keine Eier oder so mehr. Okay, gut. Die Kamele müssen in den Pferdestall. Ich sehe euch gleich in der Nordbase, weil da steht noch der Pferdestall. Da tun wir die rein. Gut, so, wir packen also das Kamel in den Pferdestall, damit es ein Reittier wird. Wenn du es in einen normalen Stall tust, dann wird es ein nicht reitbares Tier, ja? Und vom Futter her ganz normale Pflanzenfasern sind halt, davon brauche ich noch mal was. Ja, reichen wahrscheinlich hier jetzt aus, um unsere Kamele zu züchten. Was wir mit den Eiern machen, gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß im Spiel. Ciao.